Dann machen wir dann als nächstes hin. Okay, was ist hier drin? Aha! Ja, mein Freund. Wunderbar. Krebs, wir kommen! Plopp. Wir könnten natürlich auch in der Höhle, ja, bup, in der Höhle gucken, wo wir da das zweite Funksignal gefunden hatten. Wäre auch noch eine Idee. Ja, lass mich rein. Kommunikator. This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. Wir haben einen neuen Ort, wo jemand gelandet ist, der einen Passagier mit hatte. Da ist aber Strahlung im Weg dazwischen. Und der Punkt ist nicht genau. Die haben bloß einen groben Punkt. Gucke jetzt gerade mal, welcher das dann ist. Kameradrohne. Ich habe jetzt hier keinen gesehen. Untiefen. Rettungskapsel 6. Okay, Besatzung erfordert Unterstützung an, um Strahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken. Geortet im... in einem... dicht mit Rotgras bewachsenen Gebiet in der Nähe von einigen natürlichen Bögen und Felssäulen. Ursprung der Übertragung ungefähr 400 Meter west-nordwestlich der bekannten bereits bekannten Position von Rettungskapsel 4. Wo ist Rettungskapsel 4? 17 und 3. Welche Rettungskapsel sind wir? Wir sind 5. Ich weiß aber nicht, wo Rettungskapsel 4 ist, also... keine Ahnung. Damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen. Gut, dann gehen wir erstmal zu unserer Basis und versuchen den Krebs zu bauen. In der Zwischenzeit kriegen wir dann vielleicht eine neue Nachricht. Irgendwas mit Rotgras bewachsen ist, aber... hm. Mit Bögen und Säulen. Ich meine, Bögen und Säulen sind hier, ne? Also hier sind auf jeden Fall Säulen und Rotgras ist hier auch. Wäre theoretisch dann hier irgendwo, aber... es gibt das Gebiet, glaube ich, noch woanders, deswegen... ah, ich weiß es nicht. Nee, mit der Beschreibung kann ich noch nichts anfangen, solange wie ich nicht weiß, wo Rettungskapsel 4 ist. Welcome aboard, Captain. Auch wenn da stand, bereits bekannt. Aber ich weiß nicht, wo Rettungskapsel 4 ist. Und ich habe hier auch keinen Hinweis drauf. In der Datenbank. Kurz sind Hinweise. Ursprung der Übertragung, ja. Sorry, da kann ich nichts mit anfangen. Hier machen wir alles zu. Zeitkapseln. This might help. On your journey, you might need these. You can harvest with a knife. Hm. Hübsch. Magnetit. Habe ich die Pflanzkiste eigentlich schon? Ich meine, da sollte ich ja mal nachgeguckt haben. Aerogel ist mit Gelsack und Rubin. Hm, was haben wir hier jetzt noch alles? Die Tauchflaschen mit ganz viel Kapazität und so ein Zeug. Antriebskörper. Ach, Auftriebs. Nee, Antriebs. Aber hier ist auf jeden Fall nichts Interessantes. Gerade der Krebs auf jeden Fall. Den bauen wir gleich. Ich glaube, zweimal Aerogel müssen wir noch hinkriegen. Gerade so. Ich hoffe. Hier haben wir kein Aerogel gebraucht. Aber hier könnte man... nochmal ein Rubin, Plastahlbahn, Zyklop-Erweiterung, ich weiß aber nicht, wo man die baut.
Nadelschachterweiterung, da brauchst du auch ein Aerogel für. Wir haben schon mal ein Aerogel irgendwo gebraucht. Ich weiß aber nicht mehr wofür. Kernreaktor brauchen wir noch. Lebensform Zuchtbehälter. Innenbeetkasten. Das ist wahrscheinlich das Ding. Energiezellenladestation. Alles noch unbekannt. Oh, Mist. So viel Zeug. Und ich weiß nicht wohin damit. Na gut. Guck mal erstmal. Was mache ich mit den Postern? Habe ich die mir hier hin? Was machen wir? Das ist die Frage. Also wir können auf jeden Fall die Stoßkanone mal ablegen. Dafür nehmen wir das Kreislauf-Tauchgerät wieder mit. Der hier kommt auch hier hin, ist klar. Die ganzen Batterien können wir mal austauschen. Bei dem ganzen... Mal überall jetzt volle Batterien rein in die ganze Ausrüstung. Reparaturwerkzeug hier, der Laserschneider. Ja, eine hundertprozentige. Der Scanner kriegt auch eine hundertprozentige. Was haben wir noch? Die Taschenlampe kriegt eine neue hundertprozentige. Ja, 100%. Und der Gleiter natürlich auch. Ja. Kriegst auch eine neue hundertprozentige. Und dann können wir die restlichen eigentlich erstmal hier laden lassen. Ja, 55%. 78, 55, 76. Dann kann das in Ruhe laden. Was machen wir jetzt hiermit? Ein Poster. Ja, wunderbar. Keep calm. Lustig. Komm, noch mehr. Hey, warum geht das hier nicht hin? Brech. Was? So kann man das hinhängen? Ah, hier. Cool. Ja, bastel hin. Der Krebs, der Krebs. Und hier haben wir nochmal Natural Selection. Wo willst du hin? Einfach hier hinten. Komm, dahin. Hübsch. Okay, Modifizierungsstation, kannst du irgendwas? Ein Zyklop, kannst du Zeug machen? Stoßkanone. Warte mal, da gab's was Neues. Da gab's doch eigentlich was Neues. Wo ist denn das? Da wurde mir ja... Aber wurde die sein? Hier ist die Stoßkanone in jedem Fall. Schubkanone, Computerchip und Magnetit. Bewirkt eine Stoßkraft auf Objekte in Reichweite. Und die Schubkanone. Ha. Weiß ich nicht, was es da Neues gab. Ist jetzt hier auch nichts so Spannendes. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Lithium, wenn ich das so sehe. Haben wir 4 Lithium? Hier ist schon mal 0. Hier haben wir... Ja, wir haben 4 Lithium, okay. Haben wir genug Titanbaren? Ich will nämlich jetzt den Krebs bauen. Also wir haben keine Titanbaren, aber wir haben jede Menge Titan. Ja, hier, genau, ist auch schon mal was. Das Zeug kannst du alles da reinwuchten. Das Pfadfinderwerkzeug kann auch da rein. Energiezelle kann da rein. Batterie auch. Brauchen wir nämlich jetzt alles nicht. Beten Feuerlöscher weg, genau. Dann habe ich erstmal wieder Platz für Unsinn. So, wir brauchen 2 Titanbahnen. Dafür brauchen wir erstmal jede Menge Titan. Oh, hier, bauen wir hin. Urp, wo bist du? Ja, Titanbahn. Zwei Stück. Reicht nicht. Was haben wir denn hier eigentlich noch für Zeug? Irgendwas Interessantes? Ausrüstung? Nicht wirklich. Also nichts, was man nicht alles schon... Wir haben das alles schon, das ist halt... Okay. Das ist richtig. Ich sollte Schrott sammeln. Warte mal, der kann doch hier bestimmt Schrott finden, oder? Hier, Metallschrott. Suche mal kurz. Dann muss ich nicht selber suchen. Dann nutze ich ihn einfach ganz kurz. Energie ist ein bisschen niedrig. Muss ich vielleicht gleich mal ein paar Fische einsacken. Da hinten ist Metallschrott.
Wo sind denn die ganzen Haie eigentlich hin? Habe ich die alle umgebracht, bis die Kinder Lust mehr haben? Ah, mein Licht, oder? Ja, Licht. Können wir den Quarz hier auch klar mitnehmen? Wenn wir ihn schon mal haben. Nochmal Metallschrott. Huch, nee, nehme ich abschießen. Da ist nochmal Quarz. Hüpp. Oh, hier ist ein großer Quarz auch. Ich frage mich, ob die großen Vorkommen unendlich sind oder wie die funktionieren. Ich schätze mal, unendlich werden sie nie sein, aber die werden schon... Huch. Was macht der Kopfstand hier? Aber die werden schon ordentlich was bringen, hoffentlich. Also die sind ja so viel größer wie die kleinen, die müssten eigentlich ordentlich was bringen. Da ist nochmal Metallschrott. Einsacken. Ich werde gleich die Tigerpflanze da umbringen. Habe ich noch Platz? Ja, habe ich. Ja, kaputt. Wunderbar. Komische Tigerpflanzen. Will niemand hier. Aber da habe ich noch gleich mal kurz ein bisschen Energie für meinen Reaktor. Deswegen habe ich die jetzt kurz umgebracht. So. Weil wir sehen gerade hier, die Energie geht stark runter. Reparaturwerkzeug. Motte müssen wir auch nochmal reparieren. Wunderbar. Gut. Jetzt aber. Ab dafür. Hier nochmal. Mach den mal aus. Den brauchen wir nicht. Stimmt. Ich gehe nochmal hoch. Und gebe dem hier mal das Ding da, damit er ein bisschen Energie gewinnen kann. Okay, wir brauchen nochmal ein erstmal Titan bloß. Gut, dass ich den Quarz eingesammelt habe, weil ich brauche ja das Glas. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Das brauchen wir ja auch noch. Ah, okay. Glück gehabt. Aber es wird nicht reichen. Zwei Quarz wird nicht reichen. Das gibt es in Glas. Wir brauchen ein emailliertes Glas und nach des höchsten Pirscherzahn. Müssten wir auch noch finden. Wir haben noch Pirscherzähne. Okay. Ja, emailliertes Glas dann bitte. Genau. Okay, jetzt muss ich nachgucken, was wir noch brauchen. Aerogel war der Gelsack und der Rubin. Oh. Da muss ich nochmal suchen gehen. Warte, die kann ich hier mit dem Ding suchen. Ja, was auf. Nein, kann ich nicht. Wieso? Wieso nicht mehr? Mist. Wieso kann ich das nicht mehr suchen? Gesack und Rubin. Nein, wieso? Tu doch nicht sowas, Spiel. Habe ich es noch? Ja, ich habe 3 Rubine und 3 Gesäcke. Okay, gut, Glück gehabt. Jetzt habe ich sie im Inventar. Kann ich sie jetzt suchen? Ja, Gesack und Rubin hätte ich gerne. Hier, ich werf dir einen hin, pass auf. Ach, kann ich hier drinnen fallen lassen? Ah, Mann. Das letzte Mal konnte ich die noch suchen. Na gut. Aber gut, dass wir noch 2 haben. Jetzt haben wir noch 1. Aber immerhin. Okay, jetzt werden wir... Den haben wir. Aerogel, emailliertes Glas, Blastahlbahn brauchen wir noch. Diamant und Blei. Hier ist ein Blei. Da sind auch 2 Diamanten drin, ne? Perfekt. Dann brauchen wir noch 4-mal Lithium. Und... Ist es jetzt? Nee. Sieht so aus, als wäre das. Ach, stimmt mal. Okay, dann hier Blastahlbahnen, 2 Stück. Ja, Energie ist ein bisschen knäppelig, ich weiß. Aber das schaffst du schon, Spiel. Das schaffst du schon. Oh, nö. Warte mal. Habe ich mich selber wieder aus dem Konzept gebracht. Blei noch, einmal Blei. Was ist hier? Hier ist kein Blei.
Ihr müsst mir doch jetzt nicht sagen, dass hier kein Blei... Ah, okay. Aber ich habe echt nicht mehr viel hier. Die mobile Fahrzeugstation, wenn wir auch brauchen. Wo habe ich denn die eingesteckt eigentlich? Ich meine, hier ist nirgendwo einer. Dann ist die wahrscheinlich in meiner tiefen Basis. Auch wenn ich nie genau weiß, was die da soll. Oder ist die hier oben irgendwo? Habe ich die eingesackt, nachdem ich das Ding gebaut habe? Ich habe noch immer Schrott mit, den kann ich nochmal verwerten kurz. Bevor ich mich jetzt hier weitermache. Das ist jetzt gerade die Frage, wo ist die mobile Fahrzeugstation hin? Nee, dass ich jetzt... Ich will eigentlich keine neue bauen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber schlau ist es halt auch, ne? Energie, ja, mach nochmal Titan, bitte. Nehmen wir die mit. So viel Titan brauche ich nicht mitzunehmen. Kann man hier in den Spind reinpacken. Kann da rein, gut. Habe ich noch alles für den Krebs? Mobile Fahrzeugstation, Krebs, genau. Fahrzeugerweiterung. Ja, die Fahrzeugerweiterungsstation haben wir halt noch nicht. Na, hier. Seid ihr voll? Sehr gut. Ja, nehmen wir mit. Ich hatte noch eine leere Batterie hier reingepackt. Oder fast leer. Können wir jetzt gleich auch nochmal laden. Ja, so. Die vollen Batterien packen wir jetzt einfach mal hier rein. Muss ich ja jetzt nicht mitnehmen. Wir müssen ja jetzt erstmal die mobile Fahrzeugstation wiederfinden. Wo auch immer ich die hingepackt habe. Ja. Ich guck mal in meiner Basis in der Höhle. Da wird sie ja vielleicht sein. 100 Meter Tiefe circa. Nordwestlich von Rettungskapsel 4, die wir auch noch nicht haben. Schwierig. Schwierig. Guck dann mal, da hinten war irgendwo eine Rettungskapsel, die ich schon gefunden hatte, von der ich aber nicht weiß, welche Nummer die hatte. Warte mal, wieso mache ich ihn jetzt hier hin? Ich muss wunderschön. Hier hinten ist meine Höhle irgendwo. Klatsch, boom. Dagegen gerammelt. Hast du Gelsäcke eigentlich an Bord? Kann man bei dir Gelsäcke holen? Gucken wir den jetzt mal hier genauer an. Huch. Er hat eine Koralle. Also so eine Hirnkoralle. Gelsack, Gelsack. Nee, der hat keinen Gelsack. Schade. Ich hatte gehofft, der hatte ihn vielleicht. Ab in die Höhle. Achso, ja, jetzt kommt gleich wieder Sauerstoff, Efficiency, bla. Alles doof. Da darf ich nicht. Kreislaufgerät und ab dafür. Kein Wurm. Weit und breit. Das finde ich immer gut. Das ist, ich werde nie umgebracht. Keine Energie. Okay, ja. Dann besorgen wir ganz kurz Energie. Ich weiß nicht, wo die Würmer sind. Also ob hier neue Würmer sind. Ich weiß, dass hier irgendwo Würmer sind. Oder sein können. Ich brauche jetzt aber Fisch. Fisch für Energie. Ja. Danke sehr. Ach, den kann ich einfach so einsammeln. Komm. Da muss ich jetzt nicht hier die Energie verschwenden von meinem Dase-Gewehr. Das. Cool. Nice. Mist, den hätte ich kurz mal doch machen sollen. Weil der hätte mir... Ja, komm her. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Nicht wegschwimmen. Ist alles gut. Wenn da unten ein Wurm drin ist, ne? Hohoho. Da ist ein Wurm auf jeden Fall.
Na, oh, Mist. Gemeiner einer. Wenn ich dich erwische, du. Ja, haben. Gut, jetzt haben wir ein bisschen. Da hinten war auf jeden Fall ein Wurm. Aber. Ja, ich denke, da hinten kommen wir nicht hin. Konnte auch mal da bleiben. Wir müssen ja jetzt hier nicht die ganze Welt ausrotten. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, komm. Ein hübsches Fenster, das finde ich gut. Ja, ich mach gleich Beete voll mit dem Zeug. Ja, schön Fisch. Frischer Fisch. Ja, da gibt es wieder Energie für. Ah, weil du noch nicht voll warst, deswegen. Würde schon sagen. Ist auch keine Mobil. Damn. Wo habe ich die mobile Fahrzeugstation gelassen? Ist die im See, im Liveport? Habe ich die dahin zurückgebracht? Ich meine, es könnte sein, aber... Ich habe irgendwas auf jeden Fall da abgelegt, aber ich weiß nicht mehr was. Ich muss den Strahlenschutzhelm wieder anziehen. Hier geht es jetzt erstmal wieder in das Strahlengebiet rein. Dann gehen wir mal ganz kurz zu unserem Rettungspot. Irgendwas habe ich da in das Lager gelegt. Aber was? Aber was? Na gut, vielleicht haben wir auch gleich eine neue Nachricht auf dem Kommunikator. Können wir gleich nochmal gucken. Vielleicht irgendeine, wo wir auch wissen, wo wir hin müssen. Ah, ohne Rettungskapsel 4 nützen mir die ganzen Hinweise nie so viel. Außer halt, ich schwimme jetzt hier überall durch die Weltgeschichte rum mit meiner Motte und suche das Biom ab. Nach dem Biom. Ja, eine neue Nachricht. Guck mal. This is Officer Keen in Lightpod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Okay. Eine neue Signalposition von Rettungskapsel 19. Letzter Übertragungsort des zweiten offiziellen Offiziers Keen. Achso, ja. Dann machen wir dann als nächstes hin. Okay, was ist hier drin? Aha! Ja, mein Freund. Wunderbar. Krebs, wir kommen! Plopp. Ja, packen wir einfach hier hin, oder? Machen wir jetzt kein großes Heckmeck. Ja, fallen lassen, genau. Kannst du dich bitte auspacken? Mist, ich dachte, das geht so einfach. Ja. Klettern! Spielfahrzeugstation. Krebs. Oh, es hängt. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. Okay, mit Selbstdisziplin. Hallo. Welcome aboard, Captain. Jo. Bom, bom. Was kann der? Ja, komm her. Ja, mein Freund. 30 Grad. Ach, das ist hier Boost oder so. Huch. Kann man hier rein? Kann ich hier rein? Krass. Haha, cool. Boah, ja. Mach dich zu klump. Genau. Heißt, das Ding ist stark. Und es hängt fest. Mist. Ich darf nicht in Höhlen. Ach, der Boost ist aber, puh. Schwierig, ja, gell?
Oho. Ja, aber ohne den Krebsbohrarm? Weiß ich nicht, was man damit jetzt macht. Wir können ja jetzt mal hier zu dieser... Wie tief kann denn der? Der kann bis 900 Meter tief. Das heißt, ich kann zu der Rettungskapsel da hinten. Die ist zwar in tiefem Gebiet, aber okay. Das sollte gehen. Ich habe Essen und Trinken mit, oder? Nein! Essen und Trinken mit.